Let's Play Mafia 3. Let's Play Mafia 3. Und erledige die Profi-Automobildiebe. Machen wir das gleich mal. Was geht ab? Passt bloß auf mich auf. Hey, kein Problem, Mann. Kommt der Typ jetzt hinter mir her oder was? Weil keine so gute Idee, muss ich leider sagen. Aber es interessiert ihn anscheinend nicht. Nichts. Okay. Auch gut. Ich hoffe bloß, dass bald mal was passiert. Hä? Hier ist Zutritt verboten. Was haben wir denn noch für Knarren oder Waffen oder? Ach, lass uns das erstmal kurz abbrechen. Hier ist es ruhig. Eine Granate! F4! Genau hier! Oh nein! Butzi, butzi, butzi und kaputt. Oh, die Knarre, die ich habe hier, ist so geil. Brauchen wir immer wieder nachladen. Müssen wir denn nachladen? Aber ich hoffe, es gibt Geld, 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 Geld. Ausgezeichnet. Und noch mehr Geld. Perfekt. Dann hole ich mir gleich mal diesen krass geile Edel-Luxus-Karre, oder nicht? Oh nö, kann ich den gar nicht rausfahren, oder? Doch, kann ich. Geh mal schön über die Leichen. Yay. So, fahr ich denn jetzt als nächstes hin? Schmuggel. Da fahr ich dann hier als nächstes hin. Wunderbar. Wie kann ich denn nicht? Kann ich denn nicht hier laut Karte irgendwie anders fahren? Doch, eigentlich müsste ich komplett hinten durchkommen, oder? Eigentlich schon. Einfach hier komplett durchfahren. Okay. Komm schon, rechts rum wieder. Oh. Da hinten muss er doch irgendwo sein, oder? Ja. Hier noch schön da. Aua. Naja, das war's mit der exklusiven Karre. Achtung! Hey, hier rüber! Augen auf, Victor! Sie haben auf mich gewartet, oder? Richtig. Pablo Duarte. Gehören Sie zur Firma? Nicht direkt. Ist das ein Problem? Nicht, wenn Sie helfen können, zu verhindern, dass Geld an diese Kommunistenschweine in Kuba geht. Sie sind beim kubanischen Revolutionsrat. Ich habe dieses Desaster überlebt damals im Jahr 61. Bin hier gelandet. Ich habe aber noch Verbindungen. So hatte ich dann Frank Paganis Schmuggelorganisation auf dem Radar. Einer von seinen Leuten, Pops Holland, betreibt den Frachthof. Macht eine Menge Geschäfte mit Havanna. Von diesem Kommi-Gelaber über gemeinsam besitzet mir kotzübel. Diesen verdammten Motherfuckern ist nur Geld wichtig. Seit Marcano River Row verloren hat, lässt er Pops Lagerhäuser leerräumen. Er lässt sogar seine beschissenen Waren übers Wasser einfliegen. Keine Ahnung, wo genau sie abgeworfen werden, aber Pops hat einen Funker, der für ihn arbeitet. Und der weiß Bescheid. Ich bin mir sicher, Pops Leute werden mir liebend gerne helfen. Ich komme wieder, Pablo. Die Penner, die für Pops Holland arbeiten, wissen, was er plant. Sie müssen an sie rankommen. Oh ja, yeah, das machen wir. Dann bis gleich.